So ein Brain Lag. Aha. Knopf drücken. Gegner, ich muss Knöpfchen drücken, auch wenn ich gegenspringe. Muss auch mal zweimal oben an. Ich glaube zweimal oben, dann einmal runter und einmal rauf. Du kannst nicht mal am Arsch. So, runter. Und rauf. Bin ich hier richtig? Sieht richtig aus. Jo, hier bin ich richtig. Yeah. Geilo. Hell yeah. Damit ist das Level eigentlich schon so gut wie gegessen. Okay. Und tschüss. Yeah. Und jetzt hast du auch deinen blauen Yoshi wieder. Juhu. Ich hab meinen kleinen blauen Liebling wieder. Flupp. Oh, Level awesome. 4 freigeschaltet. Das Level heißt awesome. Oh nein. Das Level heißt awesome. Oh nein. Kann man da rein jetzt? Nein, kann man nicht. Ja! Ey, was guckst du so? Guck mal, ein Nasenloch. Worauf achtest du? Ich habe gerade nur das böse Gesicht von dem Ding gesehen. Es hat sich quasi mein Hirn eingebrannt. So, und das Level hast du jetzt auch so gut wie. Hoffen wir es doch. Boff. Stimmt, wenn ich diesen Regenbogenfarben habe, kann ich ja sogar Ding machen. Erdbeben einsetzen. Ich hätte aber gerne noch den. Willst du mich jetzt eigentlich gerade verarschen? Hallo? Meine Güte. Das lief nicht ganz so wie geplant, oder? Nee, nicht so ganz. Ich hätte mich halt eben den Bouncer. Auch okay. Ich könnte das auch mit den anderen. Mhm. Ah! Das war's. Fuck, ich hätte gerne einen Stern gehabt. Könnte ich nämlich ganz definitiv hier sicher durch, aber es geht eigentlich auch ohne. Oh, der schluckt. Nicht so prima. Gut, hier ist aber noch einer. Bisschen näher. Jawoll. Na, 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 na. Und das war's. Wieso hast du den Patzel nicht ausgespuckt? Es war eh ein roter, also ich hätte eh Flammen bekommen. Ach ja. Wäre relativ Wurst gewesen. Nur durch das Rutschen auf dem Boden hocken und dann blub. Oder kommen da auch Feuerbälle? Ne, wir werden so oder so. Ach so. Wenn du Boden hast, das kommt immer Feuer raus. Groovy. Was für Namen die Level haben. Ey, das ist das Level aus dem Intro. Cool. Das wusste ich ja gar nicht mehr. Ich auch nicht. Aber irgendwie spielst du nicht so wie der Mario aus dem Intro. Nein. Yoshi! Jetzt ist das irgendwie doch wieder wie im Intro. Der wurde ja auch von so einer Schildkröte getroffen, ist dann weggerannt. Eigentlich cool, dass sie das Intro-Level im eigentlichen Spiel verbaut haben. Ja, schon irgendwie. Da zweimal, wenn man zweimal schnell genug. Ah, okay. Dann zählen das auch als drei für ein Baby. Wow! Okay. I will save my Yoshi. Gut, dass Yoshis einfach mal so ziemlich alles fressen können. Mhm. Es gibt ja auch einen Glitch, wenn du einen Chuck gefressen hättest, also mit einer bestimmten Kombi. Könnte man so ein Item produzieren, mit dem man das Level sofort beendet. Oh.
Ach, schade. Ich muss ja sagen, die neue Welt sieht sehr strange aus, aber sie erleichtert einem viele Level, weil fast alle normalen grünen Koopas werden zu blauen Mario Faces. Wie auch immer die heißen. Ich glaube, die haben einen richtig komischen Namen. Was mache ich? Ich Idiot. Ey, das Timing von denen. Nein, ey, da war das Ende. Das hat nicht ganz geklappt. Schaffe ich es denn überhaupt mal, einzelne Special-Welt zu beenden? Antwort nein. Because you are schlecht. Ich bretter jetzt einfach mal hier durch. Ja, du hast ja damit keine Probleme, zum Ziel zu kommen. Boah, eigentlich. Jetzt holt er sich schon wieder Leben. Und wäre fast daneben gesprungen. Das war jetzt eigentlich nicht meine Intention so, aber gut. Ich hatte eigentlich gedacht gehabt, wenn ich mich beeile, dann komme ich hier durch einen Großteil vom Level schnell durch. Mit einem Stern. Aber es hat nicht optimal funktioniert. Ach, ich hab eine Feuerblume, wieso mache ich es mir eigentlich so schwer? Weil du es kannst. Dichter Verkehr heute hier. Ich glaube, er wird mal 5 Stück, oder? 4, 5. Genau, dann ist kurz Pause und dann. Mondo. Ich frag mich, was die Namen bedeuten sollen. Oh ne. Och du Scheiße, was war das denn? Der Fisch. Mir ist über auf den Kopf gesprungen. Ich bin unglücklich. Ich glaube, da kommst du besser durch als ich. Mit dem Yoshi ist das vermutlich doch etwas angenehmer. So, du kommst her. Ja, vor allem, weil du auch noch eine Feuerblume hast. Hörst du mal auf mit deinem Hämmerchen. Oh, okay, das Wasser kommt mir entgegen. Auch gut. Oh, die Feder kommt mir gerade gar nicht so ungelegen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Mann, ey. Komm her. Ich versau hier jedes Level und du schaffst die. Das ist doch doof. Manchmal läuft es halt einfach gut und manchmal... Weißt du, es ist wie... Es gibt einfach so Tage, wo alles gut läuft und... Entschuldigung, Cheep Cheep. Tage, wo einfach alles schlecht ist. Magst du keinen gegrillten Fisch oder warum hast du dich entschuldigt? Ich wollte ihn nicht unbedingt grillen. Ich meine, in eine Münze verwandelt zu werden, ist irgendwie... Stelle ich mir sehr schmerzhaft vor. Ist hier noch was drin? Oh, Münzen. Geil. Du bist aber leider kein geldgeiler YouTuber. YouTube Money. Wie? Entschuldigung. Was war das gerade eben für ein Geräusch? Entschuldigung. Den konnte ich. Das war sehr gruselig. Den konnte ich leider nicht mehr unterdrücken. Erinnert dich das nicht an den, wo wir bei euch in der Küche saßen und dich auf einmal voll den übermächtigen Burper losgelassen hab? Voll das Löwengebrüll. Du hattest voll die Probleme, dich hier zuzuhalten mit dem Lachen. Weil er auch einfach nur ultra laut war. Weil Eve auch am Pennen war. Klang halt einfach nur ultra mächtig. Und wie lang der war, bestimmt 15 Sekunden oder so. Ich meine, das muss man auch erstmal schaffen. Das ist ein Weltrekord für den längsten Rülpser der Welt gibt. Wer weiß. Aber bestimmt. Es gibt ja so für so ziemlich alles einen Weltrekord. Ach, zu hoch geflogen. Ich wollte jetzt eigentlich noch voll dagegen preschen, aber. Da warst du wohl ein bisschen hoch hinaus.
Bist du in die Höhe geschossen? Ich glaube, weit hoch werde ich nicht mehr schießen. Outrageous. Ich meine, groß genug bin ich ja mittlerweile. Das war das Level, wo ich irgendwie diesen grauen Yoshi gekriegt habe. Ich weiß nicht, wie ich das gepackt habe. War ein sehr seltsamer Grafik. Also er war auch im Spiel grau, aber außerhalb vom Spiel, also von der Level, war der... Ja, das sah einfach nur aus, als würde ich auf einem komischen Wasserstrudel reiten. Sah sehr, sehr merkwürdig aus. Komm ich doch auch so hoch. Brauche ich doch das Spring-Ding nicht. Spring-Ding. Spring-Ding-Ding. Spring-Ding-Ding. Oh mein Gott. Billy kugelt überall. Wow. Überall diese Sprengdeppen. Willst Kugel Willi wissen? Ach, scheiße. Oh, Chip. Na. Oh. How do I make this? So. Oh Gott, nein. Ach. Uffala. Und da hätte ich auch noch so ein Springboard mitnehmen müssen. Shit. Oder ein Kugel Willi. Können die auch einfach durchbrettern? Moment, die fresse ich erstmal. Das ist voll dumm, wenn man die, wenn man auf sie zurennt und sie frisst, da ihre Hitbox so groß ist, wird man verletzt dabei. Das ist richtig, richtig dämlich. Freue ich sich so, yo, ich habe einen Gegner gefressen, der so, nein. Ist nicht. Ist nicht, ja. Verstehst du? Ja, ja. Schon klar. Ah, nicht gereicht. Tschüss. Wie blöd bin ich eigentlich? Manchmal frage ich mich, wo ich meine Intelligenz gelassen habe. Könntet ihr jetzt mal bitte wieder schießen? Du bist zu nah dran. Hol dir doch so ein Springboard. Dann geht das etwas schneller. Oh mein Gott! Fuck! Was spielst du da? Mann, alles war so perfekt. Was spielst du da denn eigentlich gerade zusammen? Toll. Uff. Boah, ey. Was? Ach, leck mich doch am Arsch. Mann. Nicht aufregen, mein Bub. Ich habe bisher noch keins dieser Level geschafft. Ich riech mich auch nicht auf. Das regt dann erst recht auf. Du warst total unnötig. Du hast dich ja komplett aufgerüstet und dann passiert so ein blöder Mist. Ja, ihr schießt auch genau dann, wenn ich da bin. Diese Kugel-Willi-Blaster sind einfach der größte Dreck überhaupt. So. Mini-Furzi macht sich an die Arbeit. Mini-Mini. Das Feuer scheiße, das auch, das erst recht. Ich gern einen Pilz, dankeschön. Ich werde mit Drogen beworfen. Whoops. Schieß. Danke. War nicht das, was ich wollte, aber es ging aus. Fuck, egal. Ich bin noch... Nein. Okay, ich bin drüben. Alles klar. Ducken. Wow. So. Jepsala. Da ist der Hammerman. Hammerman am Arsch. Das ist Hammer. Oh, hier drauf. Darüber. Oh, nicht euer Ernst jetzt. Die kannst du doch einfach wegkicken. Na gut, die Goombas jetzt nicht. Fickt euch doch einfach nur ins Knie. Da drüben war ein Power-Up.